kämpfen und kämpfen und kämpfen. Das ist bald 100 Jahre her, ja? Es ist im Interesse aller. Es kann nicht sein, dass schwarze Geschichte etwas ist, was ausgeklammert vergessen wird. Ich finde es erschreckend, dass mehr Leute über den Black Friday Bescheid wissen als über den Black History Month. Es ist auch wichtig für die Schwarzen, dass die sozusagen ein bisschen Geschichte über sich erfahren. Wenn es darum geht, über die Errungenschaften von Schwarzen zu sprechen, dann ist es für mich nur logisch, dass jeder Hip-Hopper automatisch sich damit auseinandersetzen muss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Falk hier bei euch im Internet auf dem Kanal der Backspin. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Und normalerweise stellt ihr mir ja immer Fragen. Das sollt ihr auch bitte weiterhin fleißig tun im Community-Tab, aber ihr könnt auch über alle anderen Plattformen mir Fragen schicken. Aber heute gibt es ein Spezial. Heute geht es nämlich um den Black History Month. Der war letzten Monat im Februar. Ich sag mal so, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten wollte, dann habe ich so festgestellt, die wissen eher, was der Black Friday ist, als dass sie wüssten, was der Black History Month ist. Und da ist mir die Idee gekommen, hey, wir müssen dazu mal eine Folge machen, wo wir so ein bisschen die Grundlage erklären, was ist es, wo kommt das her, was ist die Idee. Und der Hintergrund für mich ist vor allem auch der, dass mein Leben mit Hip-Hop dazu geführt hat, dass ich mich mit schwarzer Historie auseinandergesetzt habe. Chuck D hat mal gesagt, Rap ist so wie das Ghetto-CNN, ja? Also ein Nachrichtensender aus dem Ghetto, ein schwarzer Nachrichtensender. Deswegen haben mir Public Enemy, KRS-One, Professor X, ja? Die haben mir schwarze Historie näher gebracht. Ich habe mich dafür interessiert und ohne die Jungs wüsste ich theoretisch gar nicht, was da vorgefallen ist. Und genau das ist im Grunde auch der Sinn des Black History Months. Und am Ende dieser Folge habe ich mir noch ein paar Leute eingeladen, die erzählen, welche Bedeutung der Black History Month für sie persönlich hat. Aber das könnt ihr alles am Ende sehen. Jetzt geht es erstmal um den Black History Month. Wie ist er entstanden? Am Anfang steht ein Mann mit dem Namen Carter G. Woodson. 1926 hat er sich überlegt und geguckt, okay, wir haben hier folgendes Problem. Wenn Schwarze in Literatur oder in Geschichtsbüchern auftauchen, dann eigentlich immer nur als dumme, arme Opfer, Sklaven. Es geht immer nur um das Negative und dann auch gerne noch falsch oder seltsam oder aus der Sicht von Weißen dargestellt. Und es findet überhaupt nicht statt, was sozusagen der Blickwinkel der Schwarzen ist. Plus, und das ist ein wichtiger Aspekt, natürlich muss man sich über die Geschichte der Sklaverei informieren. Aber das ist natürlich auch relativ einseitig am Ende des Tages. Es müssen auch positive Zusatzbeispiele gegeben werden. Das heißt, was sind die Errungenschaften von Schwarzen? Erfindungen beruflicher Natur, politischer Natur und so weiter und so fort. Also positive Beispiele, anhand derer man sich auch orientieren kann. Und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass der Herr Woodson Folgendes für sich entdeckt hat und festgestellt hat. Er hat nämlich gesagt, diejenigen, die keine Aufzeichnungen darüber haben, was ihre Vorfahren erreicht haben, verlieren die Inspiration, die aus der Lehre von Biografie und Geschichte stammt. Eventuell ist das die Antwort, warum ich mich so wahnsinnig für die Biografie von Menschen interessiere und warum ich mich auch so wahnsinnig für Künstler interessiere und sie ausfrage, was hast du da gemacht? Und ich Dokus gucke und ich Bücher darüber lese, weil mich diese Lebenswege interessieren, weil sie mich auch inspirieren. Und genau das ist im Grunde auch der Hintergrund des Black History Month, genau solche Sachen aufzumachen. Carter G. Woodson ist im Grunde sowas wie der Vater der schwarzen Geschichte. Das ist so ein Name, der ihm gegeben wird. Natürlich ist er nicht der Vater, aber er ist jemand, der das sehr stark vorangetrieben hat. Er war ein Historiker und er half damals auch beim Aufbau des Feldes der Afroamerikanistik, die man heute halt studieren kann. Das ist auch mit eines eben seiner Verdienste, er hat das im Grunde mit gestartet und er hat eine Organisation dafür gegründet, die Association for the Study of African American Life in History, die ASAL. Ihm ging es halt darum, dass Menschen aller ethnischen und sozialen Hintergründe ermutigt werden, über die Erfahrungen der Schwarzen zu diskutieren. Es geht darum, also Verständnis zu bekommen für das, was da stattgefunden hat, empathisch das zu verstehen, plus was kann ich daraus lernen, um es anders zu machen, um die Scheiße nicht nochmal zu wiederholen oder um zu sehen, wer wiederholt das jetzt gerade und gegen wen muss ich sozusagen etwas unternehmen, damit das nicht passiert. Warum ist der Black History Month im Februar? Der Hintergrund ist folgender.
Der Geburtstag von Abraham Lincoln, ja, der amerikanische Präsident, der die Sklaverei mitbeendet hat, und der Sozialreformer Frederick Douglass zum Beispiel haben im Februar Geburtstag, weswegen das schon sowieso in diesem Monat immer zelebriert wurde. Und am Anfang war der Black History Month eigentlich auch eher eine Woche, die man zelebriert hat. Das ist also größer geworden über die Jahre. Dementsprechend wurde es eben auf diesen Februar festgesetzt. Einen weiteren Schritt gab es dann in den 60er Jahren. Ich habe ja bereits erwähnt, die Bürgerrechtsbewegung, die ich sozusagen über Hip-Hop kennengelernt habe und deren Historie, also die Aktivitäten von Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, die Black Panther und so weiter und so fort, Angela Davis. Also solche Leute, die haben in den 60ern natürlich dafür gesorgt, dass eine Atmosphäre herrschte, dass auch in Gemeinden und auch an Universitäten natürlich viele Veränderungen passiert sind und dementsprechend auch dieses Thema Black History viel größer und viel wichtiger wurde und dementsprechend dort auch zelebriert wurde. Das hat dazu geführt, dass 1976 der damalige amerikanische Präsident Gerald Ford gesagt hat, okay, wir machen das jetzt zu einem offiziellen Monat von staatlicher Seite aus und supporten und kümmern uns darum. Und in seiner Rede dazu forderte Präsident Ford die Amerikaner auf, die Gelegenheit zu nutzen, die allzu oft vernachlässigten Leistungen der schwarzen Amerikaner in allen Bereichen unserer Geschichte zu würdigen. Es hat dann aber noch mal 10 Jahre gedauert, also bis 1986, als der Kongress beschlossen hat, dass der National Black History Month verabschiedet wird und sozusagen im ganzen Land zelebriert wird. Daran könnt ihr auch so ein bisschen ablesen, wie sehr man sich auch dagegen wehrt. Also ihr könnt daran auch absehen, okay, Black Lives Matter und so, warum wird es denen eigentlich so schwierig gemacht? Weil es schon immer so schwierig gemacht wurde, weil es ein zähes Ringen ist und man teilweise über Lebensbiografien, also über Lebenszeiten, ja, dass ein Mensch sein ganzes Leben dafür kämpft und dann kommt es irgendwie 2 Schritte voran, obwohl man theoretisch auch 10 machen könnte und auch müsste. Aber so kämpfen und kämpfen und kämpfen. Ich meine, wie lange ist, das ist bald 100 Jahre her, ja? Es ist zäh, es ist langsam und auch hier ist es wichtig, finde ich, für Black Lives Matter Aktivisten, sich anzugucken, in welcher Linie sie stehen, welche Zeitabläufe und welche Problematiken auch da schon vorgeherrscht haben, um zu gucken und auf die Idee zu kommen, wie könnte ich es vielleicht beschleunigen, wie könnte ich Leute vielleicht besser überzeugen, abzulassen, auf der Bremse zu stehen. Wer entscheidet dann, was jedes Jahr das Thema, das übergeordnete Thema des Black History Month ist? Das entscheidet tatsächlich die Organisation ASAALH, ja, habe ich vorhin den Namen schon genannt. Und die entscheiden jedes Jahr, was ist dieses Jahr eben das Hauptthema. Dieses Jahr war es die schwarze Familie, Repräsentation, Identität und Vielfalt war das Thema. Und man kann natürlich auch die Frage stellen, wird das woanders eigentlich zelebriert als jetzt nur in den USA? Und da kann man auf jeden Fall schon mal feststellen, also in Kanada wird es zelebriert, mal mehr oder mal weniger. Auch da ist es immer ein bisschen natürlich ein Kampf, das einzurichten als eine staatlich gewollte Maßnahme, wie man das nennen will, aber dass da tatsächlich Support bei ist. Dasselbe passiert in England, in Holland, in Irland und das ist es bisher. Ich sag mal so, Deutschland könnte meiner Meinung nach das auch sicherlich tun. Vielleicht können wir alle hier einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das irgendwann auf den Weg gebracht wird. Wie gesagt, ich finde es erschreckend, dass mehr Leute über den Black Friday Bescheid wissen als über den Black History Month. Schauen wir mal, wo wir landen. Und jetzt, wo ihr so im Grunde also die Basics so ein bisschen wisst, worum das geht, was das ist, woher das kommt, welchen Sinn das vor allem hat, das ist wichtig, welchen Sinn hat das, kommen wir jetzt zu den Leuten, die ich eingeladen habe, und die uns, mir, euch erklären, welchen Sinn der Black History Month für sie hat. Dabei sind teilweise auch etwas längere Statements rausgekommen. Also zum Beispiel Daniel hat mir 4,5 bis 5 oder vielleicht sogar 6 Minuten geschickt. Das können wir jetzt hier in dieser Folge nicht so vollständig abbilden. Aber was wir machen werden, ist, dass wir diese Statements auf Instagram TV wahrscheinlich hochladen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und mir etwas dazu geschickt haben. Dann natürlich in dem Sinne für euch. Das Thema ist wichtig, dass man darüber reden muss. Und ich sag mal so, wenn es darum geht, über die Errungenschaften von Schwarzen zu sprechen. Und eine der größten Errungenschaften schwarzer Kultur ist auf jeden Fall die Hip-Hop-Kultur. Und wenn wir uns selbst als Hip-Hop verstehen,
dann sehe ich es auch ein bisschen als unsere Aufgabe an, Verbündete zu sein und zu wissen, was die Historie ist und wo Hip-Hop herkommt. Denn sonst muss ich sagen, kann ich jemandem nicht abnehmen, wenn er sagt, er liebt Hip-Hop. Dann, wenn du Hip-Hop liebst, dann müsstest du dich auch damit auseinandersetzen und beschäftigen, was du liebst, weil sonst ist, was ist sonst deine Liebe wert? Moin Moin, Daniel mein Name, von den Beginnern. Was bedeutet der Black History Month für mich? Ja, das ist gleichbedeutend mit der Frage, was bedeutet der Kampf und die Anstrengung und die Bemühung gegen die Mental Illness, gegen diese kollektive Geisteskrankheit, Rassismus. Was bedeutet das für mich? Ich habe ein sehr, ich würde sagen, gespaltenes Verhältnis zum Black History Month. Ursprünglich hieß es nicht Black History Month, sondern Negro History Week. Ihr hört durch das Wort Negro, naja, Sklavereizeit. Der Black History Month schafft Bewusstsein und Bewusstsein ist wichtig für Veränderungen, zum Beispiel durch Empowerment innerhalb der Community und Verständnis außerhalb der Community. Das ist auch eine Zeit, in der ich mich gerade viel intensiver damit wieder auseinandersetze, was es für mich eigentlich bedeutet, auch eine afrikanische Seite zu haben. Für mich eigentlich auch relativ neu hier in Deutschland. Mein Name ist David Mayonga, a.k.a. Roger Reckless. Und ja, wir brauchen einen Black History Month. Wir brauchen ihn, um das afrodiasporische Leben weltweit nicht nur abbilden zu können, sondern in seiner Struktur, in seinem Werden nachzeichnen zu können. Black History Month ist für mich wirklich ein doppelschneidiges Schwert, weil einerseits ist das eine willkommene Anerkennung von People of Color überhaupt, unsere Beiträge, unsere Errungenschaften, sowohl präkolonial und postkolonial. Hallo, mein Name ist Kaleo Sansa, ich bin Musikerin aus Berlin. Der Black History Month ist für mich wichtig, weil ich ihn als Chance sehe, schwarze Erfinderinnen, schwarze VorreiterInnen und so viel über schwarze Geschichte zu erfahren, was wir vor allem hier in Deutschland nie erfahren. Und damit meine ich nicht nur die Kolonialisierung oder die Unterdrückung, sondern auch einfach all jene Erfinderinnen, PionierInnen, WissenschaftlerInnen, DenkerInnen, von denen wir nie was wissen oder auch allgemein von schwarzer Geschichte vor kolonialer Zeit. Ich finde, der Black History Month sollte dazu genutzt werden, sich mit schwarzer Geschichte auf einer Ebene zu auseinanderzusetzen, die bereichernd ist. Als ich groß geworden bin, war der in Deutschland einfach noch nicht so groß und das Bewusstsein darüber ist erst bei mir in den letzten Jahren gewachsen, vor allen Dingen durch das Internet. Die Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland, die Geschichte von schwarzen Deutschen, von Afrodeutschen, ist in 2021 immer noch viel, viel zu wenig beleuchtet. AW AMO zum Beispiel ist viel zu wenig Leuten ein Begriff. Es tut sich etwas und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil dieser Rassismus, besonders der gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe und afrikanischen Ursprungs, weil der einfach so krass deep ist und so allgegenwärtig und teilweise auch unbewusst. Andererseits ist es wirklich auch ein Indiz und ein Armutszeugnis dafür, dass diese Geschichten eben nicht erzählt worden sind und nicht nur nicht erzählt worden sind, sondern vorsätzlich eliminiert worden sind aus der Mainstream-Geschichtsschreibung. Und diese Tatsache bedarf sehr viel mehr Aufarbeitung als nur ein Black History Month. Dafür ist einfach sind einfach die Kulturen zu groß und zu weit weiterentwickelt, als dass das irgendwie in so ein paar Tage passt. Es ist im Interesse aller. Es kann nicht sein, dass schwarze Geschichte etwas ist, was ausgeklammert, vergessen wird oder sonst wie versucht wird, klein zu halten, weil es sehr viele Teile der deutschen Geschichte beleuchtet, die viele gerne klein halten würden, vergessen würden so. Natürlich gehört aber auch dazu, sich mit der Verantwortung auseinanderzusetzen, die vor allem europäische Länder wie Deutschland gegenüber afrikanischen Ländern wie Namibia haben. Es ist auch wichtig für die Schwarzen, dass die sozusagen ein bisschen Geschichte über sich erfahren und so eine Art Wertschätzung erfahren. Mein Papa kommt ja aus Afrika, aber war einfach nicht so präsent in meinem Leben bisher. Deswegen hatte ich auch als Kind nicht wirklich schwarze Vorbilder, an denen ich mich orientieren konnte und habe das dann eher in den Medien gesucht. Und auch da gab es
diese Vorbilder, nach denen ich gesucht habe, nicht so häufig vertreten. Es gibt Tage, da wache ich auf im Februar und denke mir, ja Mann, Black Power, wie kriegen das alles hin? Ich denke, es ist sehr, sehr richtig, es zu etablieren hier in Deutschland. Wollen wir mal gucken, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Aber es ist ja gerade ein sehr, sehr guter Wandel. Deswegen blicke ich da ganz positiv eigentlich da drauf. Und dann gibt es Tage, da denke ich mir, ey, ganz im Ernst, warum überhaupt noch probieren, warum überhaupt noch irgendwie versuchen, auf strukturellen Rassismus aufmerksam zu machen, wenn schwarze Kultur einen Monat nur bekommt, um gefeiert zu werden. Dann ist auch noch das Problem, dass man ja auch selber dieses rassistische Gedankengut in sich hat. Wir alle haben das und es ist so wichtig, dass wir darüber reden. Tun wir jetzt auch mehr. Deswegen ist der Black History Month, egal wo auf der Welt, auch hier in Deutschland, sehr, sehr wichtig und ich freue mich darüber, wenn Leute sich dem bewusst machen und versuchen, das auch zu supporten und zu spreaden und mehr Reichweite dafür zu bekommen. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass wir über unsere Erfahrungen reden und anderen zuhören und dass wir das machen, egal welcher Hautfarbe oder Kultur oder welchen Beruf oder sonst was wir innehaben oder wir angehören. Das heißt, wir müssen sowohl popkulturell und akademisch wirklich darauf achten, dass die Geschichtsschreibung, die Mainstream-Geschichtsschreibung ab jetzt vorsätzlich inklusiv ist und die Geschichten aller erzählt. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, beziehungsweise Deutschland muss sich darüber Gedanken machen, nicht nur im Black History Month, wie die Reparationen, die noch geschuldet werden, endlich erbracht werden, wie mit dem kolonialen Erbe umgegangen wird. Also zum Rassismus gehören auch noch andere Volkskrankheiten, globale kollektive Geisteskrankheiten wie Sexismus. Kapitalismus ist letzten Endes auch zu hinterfragen in seiner Form. Letzten Endes ist es viel zu viel Konkurrenz. Denken viel zu viel, ich habe recht, meine Meinung zählt und es werden immer nur die Unterschiede gesehen und nicht die Gemeinsamkeiten. Das alles müssen wir angehen. Deswegen ist Black History Month nicht nur für uns eine Möglichkeit, da Inhalte zu zeigen, sondern es ist, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um innerhalb auch der Dominanzgesellschaft die Sensibilisierung dafür zu schaffen. Ja, es ist Geschichte und wir sind Teil der Geschichte. Und weil wir ausgeblendet sind, müssen wir halt ein extra Spotlight drauf werfen. Und dazu hilft auf jeden Fall, helfen solche Phänomene wie der Black History Month. Deswegen, seid dabei, lasst uns einfach mehr austauschen, lasst uns zu unseren eigenen Schwächen stehen, nicht nur zu unseren angeblichen Stärken. Und meines Erachtens nach ist diese Arbeit erst dann getan, wenn Black History Month nicht mehr notwendig ist. Wenn die History, die Geschichte so inklusiv ist und so vielfältig, wie die Welt tatsächlich ist. Am Ende kann ich nochmal sagen, vielen Dank an alle, die mir etwas geschickt haben und teilgenommen haben. Und ihr könnt natürlich auch, wie immer, Fragen für die nächsten Folgen von Frag Falk stellen. Dazu könnt ihr in den Community-Tab gehen. Da müsst ihr so ein bisschen rumgeistern hier im Videokanal und da stellt ihr mir Fragen oder über Instagram, Twitter, Facebook oder die Backspin-E-Mail-Adresse. Versucht es einfach mal, drückt die Glocke, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Frag Falk. Macht's gut, bleibt gesund, ciao.